Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wieder Lost Place Tour, aber diesmal nicht in Kramnitz, sondern alter Flugplatz in Rangsdorf. Was wir eigentlich auch schon mal länger wollten, aber heute nicht mit meinem Team unterwegs, sondern mit meiner besten Freundin, mit der ich das schon seit längerer Zeit geplant habe. Bisschen trickreich raufzukommen. Wir haben uns hier gerade eben schon mal ein bisschen umgeschaut. Absolut sehenswert und ich denke mal, dass es nicht nur eine Tour werden wird, sondern es werden mehrere Touren, weil das dann doch ein bisschen größer ist. Hier soll es auch zwei Bunkereingänge geben. Ob wir die heute finden, wissen wir nicht. Einen vermutlich haben wir schon gesehen, aber wir werden das Video starten oder die Rangsdorf-Reihe einfach mal erstmal in den Gebäuden gucken, was hier noch zu sehen ist. Und in den nächsten Folgen werden wir dann so ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn ihr Bock habt, wir haben Bock. Auf jeden Fall heute eine geile Tour bei gutem Wetter. Be prepared. So, dann wie immer auf einem neuen Spot erst mal ein bisschen rumgucken hier. Die üblichen Verdächtigen wie Müll, ist ja bekannt. Schönes, großes Gelände, auf jeden Fall mehrere Touren wert. Ja. Nebenan gleich Wohnhäuser, natürlich ganz toll, um schnell aufgeklärt zu werden. Ja. Zweiter Unterstand. Ja. Ja. Und da geht es gleich rein. Erstes Gebäude für heute. Alles voller Stacheldraht hier. Schön aufpassen, wenn ihr hier seid. So, nochmal ein Blick. Und weiter geht's. So, hier drüben vermuten wir einen ehemaligen Bunker. Von der anderen Seite könnte man eventuell rein, müssen wir mal schauen, aber das ist nicht für die heutige Tour, sondern für eine der nächsten. So, unser heutiger Startpunkt. Dieses Gebäude und wie immer Schrott und Müll. Ja. Sobald wir da drin sind, melden wir uns. Bis gleich. Auch noch mal sehen. Da geht's rein. Alte Halle nebenan, vermute mal für Fahrzeuge. Mit einer Grube. Ansonsten teilweise das Dach schon runter. Ja, genau. Kann man sich hier gleich ein Shelter bauen, Folie rüber, bisschen Äste rüber. Schöner Schlafplatz. So. Wollen wir mal gucken, was uns erwartet hier. Oha. Wie man sehen kann, alles schon ein bisschen vermodert, runtergekommen. Nein.
Menge Schrott. Ja. Dann werden wir uns hier mal durchkämpfen. Irgendwie. Hoppala. Und auch schön laut sein. Wofür auch immer das war. Und weiter geht's. Scheint mir heute alles ein bisschen lauter zu werden hier. Ja. Alte Schränke. Wollen wir mal gucken, dass wir von nebenan dann ins Hauptgebäude reinkommen. Oh Gott. Keine Ahnung, wofür das war, ob das hier ein alter Anhänger mal war oder einfach nur ein kleines Gebäude. Keine Idee. Ja. Oh Gott. Sag ja, trickreich heute. So, von außen noch mal. Okay. Einfach nur ein kleines Nebengebäude angesetzt. Da gehen wir jetzt rein. Oha. Hier hat es mal mächtig gebrannt. Sieht man und riecht man auch. Ich würde sagen, ich gehe mal vor und gucke, ob wir überhaupt unbeschadet hochkommen. Nicht ohne. Okay. Also alleine würde ich hier weitergehen, aber dadurch, dass ich heute allein nicht unterwegs bin, suchen wir uns einen anderen Weg nach oben, weil hier fehlen einfach mal ein paar Treppenteile. Dann gucken wir mal hier rein. Ja, genau, ein Auspuff. Hier muss es mächtig drin gebrannt haben. Oha. Ja, hier hat es mal richtig schön gelodert. Wie man sehen kann. Krass. Mal gucken, was wir hier alles haben. Menge Fahrzeugteile. Viel Gerümpel. Ja. Sitzbänke, Armaturen. Ja. Und weiter geht's. Bis gleich. Nur das Ganze mal von außen noch. Ein Riesengelände. So, mal gucken, was hier ist. Kleiner Kapuff, nichts drin.
sinnigerweise mit dem Regal versperrt. So, gehen wir erstmal hoch und dann geht's gleich weiter. Coole Freundin. Ja, sehr schön. So. Okay. Kein Raum. Wir können erstmal hier rein gucken. Wahrscheinlich auch nur ein kleiner Abstellraum. Genau. Ja. Und ein Nebenraum. Aber auch nichts wirklich drin. So, hier geht's runter. Wie man schön sehen kann, von oben. Hier hat's überall mächtig gebrannt vor ein paar Jahren. Riecht auch nicht gerade irgendwie lecker alles. Ja, die übliche Rolle Klopapier ohne Toilette. Und hier schön zu sehen, hier hat es mächtig gewütet überall. Das Ganze nochmal von außen. Ja. So, wir gucken jetzt, dass wir hier hochkommen. Und dann sehen wir weiter. Oder auch nicht, weil, ach hey. Okay. Müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Wie gesagt, heute in weiblicher Begleitung möchte ich hier nicht zumuten. Ja. Gucken wir erstmal außen weiter. Ich muss das mal zeigen. Gucken, ob wir irgendwie einen anderen Weg da hoch finden. Ja, noch ein Nebengebäude. Die Halle, die wir euch am Anfang gezeigt haben. Aber hier hinten scheint nichts mehr zu sein. Genau, hier ist Ende. Und da hinten würde es zum Bunker gehen. Wir gehen zum nächsten Gebäude. Bis gleich. Also schauen wir uns die Hallen jetzt an. Oder die eine große Halle. Mal euch mal zeigen. Ja. Keine Ahnung, ob das da oben mal das alte Terminal war. Da hinten sind auch noch Hallen. Aber jetzt geht es erstmal hier rein. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen ans alte Lager, wo auch die eine oder die beiden großen Hallen waren, wo Hubschrauber drin waren. Ja, ja, sehr nice. Wie man schön sehen kann, Nature is back. So, da gehen wir gleich hoch. Kisten mit Sand drin zum Abstreuen von irgendwelchen Ölen
oder auch zur Feuerbekämpfung. Gucken wir erstmal schnell hier unten rein. Aber einfach nur ein kleiner Raum mit zwei Kühlschränken. Ja, genau, Kaffeeküche. Das wär's. Und mal ein Blick von oben. Da hinten geht's weiter durch. Machen wir gleich. Ja. Okay, auch noch ein kleiner Raum mit Regalen. Und hier hat es auch mal drin gebrannt. Okay, da geht's nicht weiter. Ja, dann gehen wir wieder runter. Und da hinten dann hin. Da geht's gleich weiter. Irgendwie erinnert mich das gerade an das Spiel Stalker Shadow of Chernobyl. Ich weiß nicht, wo ich drauf komme, aber hat gerade so ein bisschen Flair davon. Gucken, wo es hier hingeht. Gehst du auf? Ja. Okay. Ein kleiner Raum. Vielleicht Toilette mal drin gewesen. Okay. Nichts Interessantes. So, dann geht's gleich nebenan rein. Auch nur Miniraum. Mit Sicherungskasten. So. Was haben wir hier nebenan? Vermutlich auch nur noch einen kleinen Raum. Ja. Vielleicht mal ein Waschraum gewesen. Seite scheint eine Treppe zu sein. Gleich mal gucken. Ansonsten auch nur ein kleiner Raum. Ja. Und wie im alten Lager Rät. Ja. Alte Stromkasten. Ich vermute Hausanschluss. Irgendwelche komischen Geräusche, wovon auch immer. Okay. Vermutlich Sanitärbereich. Ja. Gemeinschaftslos. Liebe ich ja immer. Da geht's raus. Auch hier Hausanschluss mit Schaltkästen. Ja. Und weiter geht's. Oh Gott. Und ein leerer Raum hier, ne? Oder? Ja. Hier ist wahrscheinlich alles nur vermodert, deswegen ist es so schwarz. Oha, ja. Falls jemand ein Mini-Pferd hat, hier gibt es ein bisschen Stroh. Das ist spooky. Was auch immer das mal für ein Stuhl gewesen sein mag. Ja, weird. Aber okay.
So, hier nebenan geht es gleich weiter. Wir wollen aber erstmal gucken, dass wir nach oben kommen. Und dann geht es gleich weiter.